Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. So, wir machen mal hier die ganzen Gebäude rauf. Rauf. Kostet uns ja nicht so viel. Das war jetzt eine Schneiderei. Und da vorne die Bank am besten noch. Ich nutze nur feinste Wolle, Seide und Leder. Investieren können wir auch. Natürlich. Verstehe. Ciao. Hier hinten die Bank. Mach weiter so und ich ruf doch die Wachen, ey. Die machen eh nichts. Guck mal, die stehen nur rum. Ja, alles klar. Oh ja. Pass auf mal. Dann mache ich gleich mal die Karte auf, um zu gucken, wie viele Gebiete wir schon eingenommen haben. Mittlerweile. Kommt! Ich habe eine neue Bleitinktur gegen Syphilis. Okay. Falsch. Wortscheinfluss, hier noch ein. Der ist weg. Der ist weg. Und der ist weg. Bleiben nur noch drei Borgia-Gebiete. Ja. Und dann kann ich die Rüstung von Remulus holen. Grasso mio. Was können wir tun? Nix, Mama mio. Okay, ich hoffe. Leonards Maschinen will ich jetzt nicht machen. Das ist eine scheiß Aufgabe, da darfst du nicht entdeckt werden, du musst durch ein Lager durch und es ist echt nervig. Okay, das ist jetzt der Feldangriff, würde ich sagen. Das wird eine geile Folge, denke ich. Bringt mir eine dieser albernen Rüstungen. Ihr werdet keine tragen. Was? Das gehört zu meinem Plan. Ihr habt euch ergeben und wir bringen euch zum Baron. Ah ja. Und dann? Eure Männer greifen auf mein Zeichen an. Bene, zieht euer Kostüm an. Der Morgenkraut. Geht in Formation! Trojanisches Pferd. Vor Sonnenaufgang mit den verkleideten Soldaten die Festung am Castra Pretoria erreichen. Alle französischen Truppen an den Posten auf den Weg eliminieren, bevor sie Alarm auslösen können. Kein Quadrat der Gesundheitsanzeige verlieren. Das, ja, ne? Diese Dinger halt. Alter Schwede. Guckt euch ja diesen Sauhaufen an. Ja, und die finden's geil. Ich schlafe mit meinen Freunden, die Männer der Vorhofen. Aua! Okay, wir müssen angreifen! So, jetzt nicht umsonst gerufen hab. Wir müssen dem Weg der Patrouille folgen. Wenn wir abweichen, wissen die Männer des Barons, dass etwas nicht stimmt. Der Baron glaubt, Cesare lässt die Franzosen über Italien herrschen. Geblendet von dem bisschen königlichen Blut in seinen Adern, sieht er den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was immer der Franzose glaubt. Cesare will selbst König sein. Ja, will der Mama Mia. Okay, ich höre es wirklich um.
weitere Truppen vor uns. Höchste Zeit, hier zu verschwinden. Hau ab hier! Der Plan ist brillant, aber ich mag solcherlei Kniffe nicht. Ich glaube an saubere Kämpfe, in denen der Beste gewinnt. Cesare und der Baron bevorzugen einen anderen Stil. Es wird der Tag kommen, da Männer sich nicht länger knechten. Und an diesem Tage sehen wir, wozu die Menschheit wirklich in der Lage ist. Das kommt mir bekannt vor. Das hat euer Vater einst geschrieben. Mein Vater? Ey, du! Stopp. Für dich? Den. Für dich? Den. Oh, hab keinen. Darum kümmere ich mich. Doch. Hatte ich noch. Weiter geht's. Yeah. Geh aus dem Weg, Opa. Das sind meine Freunde. Wir sollen jetzt Freunde saufen gehen hier. Was war das denn jetzt? Warum ist das sehr synchronisiert? Hä? Was war das? Warum ist das desynchronisiert? Diese Borscher haben in dieser Stadt jede nur denkbare Gräueltat begangen und sind noch da. Aber was ist passiert, dass er desynchronisiert ist? Das frage ich mich gerade. Es hat nur Knall gemacht und zack, weg. Warum lasst ihr meine Kinder hungern? Weil ich arbeiten gehst. Ah, ja klar, ihr seid der Senior hier. Wie dumm von dir, entschuldigt. Erledigt sie, bevor sie angreifen. Die müssen immer erledigt werden, bevor sie angreifen. Vorher habe ich jemand angegriffen und deswegen ist das vielleicht desynchronisiert. Ich weiß es nicht. Alles sehr komisch gerade gewesen. Que venez-vous faire ici? Mes soldats conduisent le capitaine italien à son excellence, le baron. Il veut se rendre. Et qui me dit que vous êtes des nôtres? Vive la France! C'est bon! Ouvrez! Ihr könnt Französisch? Es gab ein paar Französinnen in Firenze. Die haben aber wahrscheinlich anderes Französisch gemacht. Castra Pretoria. Chien d'Italien! Regardez-le! Il a honte de ce qu'il est! Ach ja. General Dalviano, anscheinend habt ihr ein Einsehen.
Lass den Unfug! Gib mein Weib frei! Welch Anmaßung von einem Mann ohne einen Titel im Namen! Mein Name ist sein Geld wert. Deiner dagegen ist nur gefälscht. Comment osez-vous? Glaubst du, ein Heer zu führen, macht dich schon zum Edelmann? Edel ist es, an der Seite des Heeres zu kämpfen. Nicht eine Frau zu entführen, um der Schlacht zu entgehen. Lass dir Glocken wachsen und gib mein Weib frei! Ihr Wilden lernt es nie. Ich glaube, ich muss kämpfen. Ezio, ihr müsst mein Weib retten! Nehmt das Dach! Europa. Den Baron der De Valor überwältigen und eliminieren. Die Mission weniger als 5 Minuten. Wo ist denn die Dach, die ich nehmen soll, Hammer? Gut. Das war's. Er wird alle töten, es ist nur eine Frage der Zeit. Die Rüstung ist kaputt. Scheiße. Ups. Aber direkt hin. Ich wollte nur Respekt. Respekt wird verdient, nicht vererbt oder verkauft. Vielleicht habt ihr recht. Ich brauche mehr Zeit. Che tu sia pari nella morte, requiescat in pace.
Penthesilea! Verlass mich nie wieder. Ohne dich war ich verloren. Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet. Ezio hatte einen brillanten Einfall. Hatte ich nicht. Es war die Idee eures Mannes. War es? Du bist mein Prinz. Oh. Den Titel muss ich mir verdienen. Wirst du? Hab Dank. Das war eine ganze Sequenz, oder was? Das war nicht... Scheiße, schnell. Nein. Doch, geht noch. Okay. Erfolge. Vergisst Paris. Sequenz 7, der Schlüssel zur Burg. Wie viele Sequenzen hat er eigentlich? Brotherhood nochmal. Ich glaube, das hatte nur 10, ne? Ich muss reparieren, definitiv. Zum Teufel tut er. Mann, lass mal los da jetzt. Wir fertigen Werkzeuge für das. Gibt's neue? Und ich kann nicht alles kaufen. Kauf das mal. 2. Für die Dinger und so sieht man nicht mal. Lul, aber ich habe richtig viel HP jetzt. Einmal zur Bank, Geld abheben. Ah, sind nicht noch 1000. Den könnte ich jetzt noch einen Teil holen. Das mache ich auch mal eben. Wir haben ein Angebot zum. Das hier nicht mehr. Bitte kommt jederzeit wieder. Alles klar. Mal gucken, ob ich es noch hinlaufen kann bis zum. Da war das. Ich setze außerdem Küchenzubehör wie Köpfe. Warum schleit er immer so, Monaco? Ach ja, gute Reise, gut, Besserung. Naja, wie dem auch sei, ja, ich beende hier mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann.
Wo ist denn jetzt hier der Scheißdings? So. Ich habe die Stadt Rom über die Jahre beobachtet. Innerhalb ihrer Mauern habe ich studiert, trainiert und getötet. Und mit der Zeit habe ich sie gezähmt, geformt. Nirgends in der Stadt habe ich einen Mann getroffen, der sich mit mir messen könnte. Eine Seele, die bereit wäre, im Namen des Schicksals zu töten. Imstande, das zu fordern, was ihr rechtmäßig zusteht. Gewitzt genug, um dem Tod ins Auge zu blicken. Und charismatisch genug, eine unaufhaltbare Armee aufzustellen und ganz Italien zu erobern. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich! Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Und treffe ich doch jemals einen solchen Mann? Betrete dieser Mann jemals meine Stadt? Wüsste ich ganz genau, wie ich ihn willkommen heißen würde.